Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Der Gründonnerstag ist der Beginn der heiligen drei Tage, die das Christentum weltweit feiert. Es ist zugleich die Einsetzung des Priestertums von den Jüngern, die Jesus umgeben, und es ist das letzte Abendmahl, das Besondere und die Freude, die Jesus mit seinen Freunden feiern will. Gleichzeitig ist das Gefühl von Jesus doppeldeutig. Er hört noch die Rufe Hosanna, dem Sohne Davids, von Palmsonntag. Er verspürt aber auch das Leiden und die Rufe, die kommen werden, ans Kreuz mit ihm. In dieser Zeit und an diesem Abend feiert Christus das, was ihm wichtig ist, das letzte Abendmahl. Wir dürfen eintreten und die Emotionen, die er gehabt hat, nachvollziehen in dieser Nacht, an diesem Abend. Christus ist die Mitte unseres Glaubens. Ihn bitten wir um sein Erbarmen und um seine Gegenwart. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Der gütige und der barmherzige Gott, er erbarme sich unser. Er nehme von uns Sünde und Schuld und führe uns zum ewigen Leben. Ehre sei Gott in der Höhe. Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, du hast deinen eingeborenen Sohn mit dem Heiligen Geist gesalbt und ihn zum Herrn und Christus gemacht. Uns aber hast du Anteil an seiner Würde geschenkt. Hilf uns, in der Welt Zeugen der Erlösung zu sein. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Die Feier des Paschamahles. Lesung aus dem Buch Exodus. In jenen Tagen sprach der Herr zu Mose und Aaron im Land Ägypten: Dieser Monat soll die Reihe eurer Monate eröffnen. Er soll euch als der erste unter den Monaten des Jahres gelten. Das sagt der ganzen Gemeinde Israel. Am 10. dieses Monats soll jeder ein Lamm für seine Familie holen, ein Lamm für jedes Haus. Ist die Hausgemeinschaft für ein Lamm zu klein, so nehme er es zusammen mit dem Nachbarn, der seinem Haus am nächsten wohnt, nach der Anzahl der Personen. Bei der Aufteilung des Lammes müsst ihr berücksichtigen, wie viel der Einzelne essen kann. Nur ein fehlerfreies, männliches, einjähriges Lamm darf es sein. Das Junge eines Schafes oder einer Ziege müsst ihr nehmen. Ihr sollt es bis zum 14. Tag dieses Monats aufbewahren. In der Abenddämmerung soll die ganze versammelte Gemeinde Israel es schlachten. Man nehme etwas von dem Blut und bestreiche damit die beiden Türpfosten und den Türsturz an den Häusern, in denen man es essen will. Noch in der gleichen Nacht soll man das Fleisch essen. Über dem Feuer gebraten und zusammen mit ungesäuertem Brot und Bitterkräutern soll man es essen. So aber sollt ihr es essen: eure Hüften gegürtet, Schuhe an euren Füßen und euren Stab in eurer Hand. Esst es hastig. Es ist ein Pessach für den Herrn, das heißt der Vorübergang des Herrn. In dieser Nacht gehe ich durch das Land Ägypten und erschlage im Land Ägypten jede Erstgeburt bei Mensch und Vieh. Über alle Götter Ägyptens halte ich Gericht, ich, der Herr. Das Blut an den Häusern, in denen ihr wohnt, soll für euch ein Zeichen sein. Wenn ich das Blut sehe, werde ich an euch vorübergehen, und das vernichtende Urteil, Unheil, wird euch nicht treffen, wenn ich das Land Ägypten schlage. Diesen Tag sollt ihr als Gedenktag begehen. Feiert ihn als das Fest für den Herrn. Für eure kommenden Generationen wird es eine ewige Satzung sein, das Fest zu feiern. Wort des lebendigen Gottes.
Lesung aus dem ersten Brief des Apostel Paulus an die Gemeinde in Korinth. Schwestern und Brüder, ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch dann überliefert habe. Jesus, der Herr, nahm in der Nacht, in der ausgeliefert wurde, Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot und sagte: Das ist mein Leib für euch, tut dies zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sagte: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Tut dies, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Es war vor dem Paschafest. Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, um aus dieser Welt zum Vater hinüberzugehen. Da er die Seinen liebte, die in der Welt waren, liebte er sie bis zur Vollendung. Es fand ein Mahl statt, und der Teufel hatte Judas, dem Sohn des Simon Iskariot, schon ins Herz gegeben, ihn auszuliefern. Jesus, der wusste, dass ihm der Vater alles in die Hand gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott zurückkehren sollte, stand vom Mahl auf, legte sein Gewand ab und umgürtete sich mit einem Leinentuch. Dann goss er Wasser in eine Schüssel und begann, den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Leinentuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Als er zu Simon Petrus kam, sagte dieser zu ihm: Du, Herr, willst mir die Füße waschen? Jesus sagte ihm: Was ich tue, verstehst du jetzt noch nicht, doch später wirst du es begreifen. Petrus entgegnete ihm: Niemals sollst du meine Füße waschen. Jesus erwiderte ihm: Wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Anteil an mir. Da sagte Simon Petrus zu ihm: Herr, dann
nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und das Haupt. Jesus sagte zu ihm, wer vom Bad kommt, ist rein und braucht sich nur noch die Füße zu waschen. Auch ihr seid rein, aber nicht alle. Er wusste nämlich, wer ihn ausliefern würde, darum sagte er, ihr seid rein, aber nicht alle. Als er ihnen die Füße gewaschen, sein Gewand wieder angelegt und Platz genommen hatte, sagte er zu ihnen, begreift ihr, was ich an euch getan habe? Ihr sagt zu mir, Meister und Herr, und er nennt mich mit Recht so, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, dann müsst auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich gehandelt habe. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Schwestern und Brüder im Glauben an Jesus Christus, liebe Gottesdienstgemeinschaft am heutigen Gründonnerstag. Ein abgelegtes Gewand und ein einfaches Leinentuch. Zwei Kleidungsstücke, die an diesem Abend wichtig sind. Die Jünger liegen bequem um den Tisch, so wie das im Orient bis heute üblich ist. Ihre Füße waren ausgestreckt. Endlich konnten sie die Sandalen abstreifen und einmal die Füße hochlegen, wie wir das in unserer Sprache sagen würden. Was können diese Füße alles erzählen? Wo sie überall gewesen sind, wo sie abgelehnt wurden, welchen Staub sie davongetragen haben. Was für eine Wohltat, wenn dann ein Diener, ja ein Sklave kommt und mit frischem Wasser die Füße wäscht und dann noch abtrocknet. Ein liebevolles, ja ein zärtliches Zeichen eines Gastgebers im Orient. Aber wer ist dieser Diener? Wer ist dieser Sklave? Jesus hat sich erhoben. Er ist aufgestanden. Er hat sein Obergewand abgelegt, ein Leinentuch umgebunden. Dann hat er sich daran gemacht, die Füße zu waschen von seinen Jüngern und er hat sie abgetrocknet. Jesus wäscht seinen Jüngern die Füße und stößt damit auf Unverständnis bei Petrus als Erstem. Und bis heute ist das eine Herausforderung für uns alle, dass Jesus so etwas tut. Dieses Zeichen zu nehmen, das Leinentuch, das so wichtig scheint in dieser Geschichte, die der Evangelist Johannes aufgeschrieben hat. Übrigens, kein anderer spricht davon so deutlich. Weder Markus, Matthäus noch Lukas in seinen Evangelien. Johannes ist, so sagen wir und glauben es, der Jünger Jesu, der das getan hat. Die anderen haben geschrieben, im Obergemach hat man alles vorbereitet. Schön, wie es zum Pessachmahl gehört. Und Jesus spricht diese salbungsvollen Worte, tut das zu meinem Gedächtnis, das ist mein Leib und das ist mein Blut. Es ist ja die Einsetzung des Priestertums, so sagt es bis heute die Kirche. Johannes gilt aber als einer, der ein Apostel der Nächstenliebe war. Und die Hingabe, die damit gezeigt wird, ist die Eigenart Jesu.
Füße zu waschen und andere zu dienen. Wie Herren möchten wir in dieser Welt gerne sein, wie alle Menschen, egal ob Mann oder Frau, ob groß oder unbedeutend, wir wollen anerkannt werden. Unendlich viel Zeit verbringen Menschen damit, Macht und Geltung in dieser Welt zu haben, Einfluss aufzubauen und sich zu vernetzen, damit diese Macht und dieser Einfluss bleibt. Ständig wird untersucht, wie hoch der Marktwert eines Menschen ist. Manchmal fällt das uns gar nicht auf, vor allem in den sozialen Medien, wie Menschen sich in den Vordergrund stellen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, sagt Jesus, damit auch ihr so handelt, wie ich gehandelt habe. Was ist mit diesem Leinentuch, das Johannes so beschreibt? Wir sehen heute auch Menschen, die auf Intensivstationen um das Leben anderer ringen. Wir sehen Menschen, die in Alten- und Pflegeheimen andere Menschen betreuen. Wir sehen auch Menschen in Schulen und Bildungseinrichtungen, die junge Menschen helfen, ihre ersten Schritte zu machen in dieser Welt. Wenn wir an den Kirchenbänken die Fotos der Firmlinge aufgestellt haben oder hier vorne das Abendmahl, erinnert uns, dass wir Erstkommunionkinder und Firmlinge begleiten auf diesen Weg, damit sie Boden unter den Füßen haben. Und überhaupt gibt es Menschen, die für andere da sind. Das edle Tuch des Gewandes, das Christus angehabt hat, und dieses Leinentuch, das ist ein altes, echtes Leinentuch, nimmt er, um etwas zu sagen. Mit diesem Stück Stoff in der Hand können viele, viele Geschichten erzählt werden, von Herumwandern, vom Helfen in dieser Welt. Und übrigens auch Judas, der Jesus mit einem Kuss verraten wird in dieser Nacht, auch ihm wurden von Jesus die Füße gewaschen, nicht der Kopf, wie wir es vielleicht gerne hätten. Wenn nun Paschamahl gefeiert wird und Jesus tut das an diesem heutigen Abend, dann ist das ein Weg der Liebe zueinander. Und wir alle können nicht alles in diesen Tagen leisten. Auch die Fußwaschung, dieses Zeichen, das Jesus getan hat, fällt in der Liturgie aus, aber es fällt wohl nicht in unserem Leben aus. Jesus legt sein Gewand ab, um ein Leinentuch in die Hand zu nehmen. Und das Evangelium ist in diesem Leinentuch versteckt. Und oh Wunder, was ist in diesem Leinentuch? Es ist das Gewand Jesu Christi. Wie bereits gesagt, entfällt dieses Jahr die Fußwaschung. Jedoch nicht die Haltung des Füreinander-Daseins und das Leben in Solidarität. Die Fußwaschung rückt zwei Seiten des Füreinander-Daseins in den Blick. Ich lade Sie ein. Blicken Sie auf Ihre Füße. Nehmen Sie bewusst wahr, wie viel Verantwortung diese Füße, Ihre Füße, tragen. Meistens bekommen die Füße nur Aufmerksamkeit, wenn sie schmerzen.
Wie den Aposteln damals beim Abendmahl, schenkt Jesus auch uns heute seine Aufmerksamkeit und Zuwendung. Jesus löst auch bei uns Verstaubtes und Schmerzhaftes und begegnet uns mit Güte und Liebe, mit seinem Leinentuch. Ich lade Sie nun ein, schauen Sie auch auf Ihre Hände. Nehmen Sie wahr, wie viel Ihre Hände täglich schaffen, was Sie täglich werken und tun. Und auch das Händefalten beim Gebet gehört dazu. Mit unseren Händen können wir, selbst mit Abstand, Brücken zueinander bauen und Gutes wirken. Wir können mit unseren Händen die Liebe Jesu heute sichtbar und erlebbar machen. Und so sind wir wie Jesus dienender Mensch. Zu unserem Herrn und Gott kommen wir mit unseren Anliegen und bitten ihn. Wir antworten nach jeder Fürbitte mit Christus, höre uns. Wir beten für alle Menschen, die aus Gottes Wort und aus der Eucharistie heraus ihr Leben gestalten. Christus, höre uns. Für alle, die mit ihrer Macht über Menschen spielen und sie ausnutzen, um Einsicht und Wertschätzung der anderen. Christus, erhöre uns. Für alle, die Angst haben vor Terror und Krieg, vor dem Leben und seinen Entscheidungen,
vor Krankheit und der Corona-Pandemie, um gute Begleiter, die ihnen die Angst nehmen und ihre Zuversicht stärken. Christus, höre uns. Für alle, die in der Kirche einen Dienst übernehmen, das Wort verkünden, die Eucharistie austeilen oder sich in vielen Bereichen engagieren, um die lebendige Erfahrung von Gottes Nähe. Christus, höre uns. Wir beten für alle Sterbenden und alle, die in diesen Tagen Abschied oder Trennung erleben müssen, um Kraft aus dem Glauben. Christus, höre uns. Wir gedenken besonders unserer Verstorbenen. Alois Ulrich zum Sterbetag. Gertrud Seidel, Feldbacher Straße. Kochhansel-Eltern, Brüder und Schwiegerinnen und Neffen der Familie Eckenberger. Maria Mondschein und Maria Griesbacher. Nimm sie in deine Herrlichkeit auf. Christus, höre uns. Guter Gott, Herr des Lebens, höre unsere Anliegen und Bitten durch Christus, unseren Herrn. Amen. Herr, unser Gott,
Dieses heilige Opfer helfe uns, dass wir den alten Menschen ablegen und den neuen anziehen, der nach deinem Bild geschaffen ist. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken. Du hast deinen eingeborenen Sohn gesalbt mit dem Heiligen Geist und ihn bestellt zum hohen Priester des neuen und ewigen Bundes. Du hast bestimmt, dass dieses eine Priestertum fortlebe in deiner Kirche. Denn Christus hat dein ganzes Volk ausgezeichnet mit der Würde des königlichen Priestertums. Aus ihm hat er in brüderlicher Liebe Menschen erwählt, die durch Auflegung der Hände teilhaben an seiner priesterlichen Gnade. In seinem Namen feiern sie immer neu das Opfer, durch das er die Menschen erlöst hat, und bereiten deinen Kindern das Ostermahl. Sie dienen deinem Volk in Werken der Liebe. Sie nähren es durch das Wort und stärken es durch die Sakramente. Ihr Leben sollen sie einsetzen für dich und das Heil der Menschen, dem Vorbild Christi folgen und dir ihre Liebe und ihren Glauben in Treue bezeugen. Darum preisen wir dich mit allen Chören der Engel und singen vereint mit ihnen das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn, Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes,
Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden, tut dies zu meinem Gedächtnis. Wir feiern das Geheimnis unseres Glaubens. Deinen Tod. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Wilhelm und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke aller unserer Brüder und Schwestern, die verstorben sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Miteinander und füreinander lasst uns beten, wie der Herr es uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Christus ist unser Friede, er ist unsere Versöhnung, so bitten wir. Herr Jesus Christus, starker Gott, Friedensfürst, schau auf den Glauben deiner Kirche und schenke uns nach deinem Willen Einheit und Frieden. Dieser Friede unseres Herrn, er sei alle Zeit mit euch. Thank you.
Seht das Lamm Gottes. Es nimmt hinweg die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Der Leib Christi schenke uns ewiges Leben. Amen.
Friedenstraße. Mitgestalten an einer Friedenstraße, die die Ohnmacht der Resignation durchbricht im Stärken des eigenen Rückgrats. Mitwirken an einer Hoffnungsstraße, die Angst und Lähmung überwindet in einem Aufbruch zur Gastfreundschaft. Mitbauen an einer Vertrauensstraße, die Vereinsamung und Oberflächlichkeit verwandelt in einen solidarischen Weg des Teilens. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, durch deine Sakramente schenkst du uns die Kraft zu einem neuen Leben. Gib, dass wir in der Welt den Geist Christi verbreiten und seine Liebe bezeugen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Nach dem Lobgesang gingen sie zum Ölberg hinaus, lesen wir im Evangelium. Der Garten Gethsemane ist der Ort des Rückzugs, des Alleinseins, des Betens, des Weinens, des Haderns und schließlich des Verrats. Jesus spürt diesen Schmerz, er spürt die Unausweichlichkeit und sucht Trost im Gebet. Ganz bei sich sein, sich betend hingeben und vertrauen. Nichts anderes tut Jesus und er ist gestärkt für das, was kommen wird. Ganz bei sich sein, sich betend hingeben, dazu braucht es die Rast am Ölberg. Und so übertragen wir das Allerheiligste. Vom Altar werden Blumen und Kerzen entfernt und auch die Tücher zurückgeschlagen. Der Leidensweg Jesu beginnt. Und so begleiten wir auch wir Jesus ein Stück dieses Weges.